Hallo Freunde und willkommen zu Minecraft PvP nicht Ender Games. Jump League ist wieder offen. Ja, wer hätte das erwartet, dass dieser Server und dieses Modul nochmal starten wird? Ja. Dafür bin ich jetzt auch wahrscheinlich übelst schlecht einfach nur noch in Jump League, weil ich es so lange nicht mehr spielen konnte. Darauf wette ich. Aber naja. So, gibt es irgendwas zu erzählen? Ja, also erst einmal muss ich ganz kurz was ansprechen. Und zwar muss ich was vom Abonnentenserver ganz kurz nur ansprechen, weil darum würde ich noch einen Vlog machen. Aber ich weiß auch nicht genau, wann ich den mache. Weil, also wie gesagt, hier draußen wurschteln gerade irgendwie... Bin ich Idiot? Da kommt man nicht hoch. Draußen wurschteln gerade... Wie habe ich... Ah, okay. Ich wollte gerade fragen, wie habe ich denn den Sprung eben geschafft? What the fuck? Oh! Aber ich muss sagen, jetzt muss ich mal zugeben, ich habe eben auch gerade schon mal eine Runde aufgenommen oder ich wollte sie gerade aufnehmen und die Runde war so übertrieben schlecht, aber ich glaube, die wird nicht besser, aber die nehme ich jetzt einfach, ist mir jetzt auch egal. Und das war mehr als schlecht, das wollte ich euch nicht antun, da hätte man nach einer Minute schon wieder ausgeschaltet, die war wirklich grottenschlecht. Und ich habe einer war dabei, der bis rüber, also bis zum Ziel, also das komplette Jump-Parcours geschafft hat, wie auch immer der das gemacht hat. Naja. Ich würde sagen, das war ein Jump League Freak. Kann man das so sagen? Ja, ne? Jump League Freak? Ja, doch. Ich glaube, ja. So, auf jeden Fall, wie gesagt, dazu. Ich werde dazu wahrscheinlich noch einen Vlog machen, aber ich weiß nicht, ob ich das eventuell heute noch schaffe, dadurch, dass halt die Gerüstbauer hier vorne das Gerüst abbauen. Kann es halt sein, dass ich es nicht heute machen werde oder machen könne. Weiß ich noch nicht. Wird man sehen. Wie lange sie halt jetzt im Endeffekt auch wirklich da sind, das weiß ich halt nicht, ne? Wird man halt sehen. Ansonsten spätestens morgen, weil ich habe ein paar Ankündigungen zu machen. Ja, was heißt Ankündigung? Ich muss ganz kurz, ich muss es halt einmal kurz ansprechen, weil eigentlich würde es ja heute kommen, der Abonnentenserver, aber... Ach, dieses scheiß Soul Center. Aber das wird wahrscheinlich nicht machbar sein, weil es Komplikationen gab. Mit Hexit. Also eins kann ich sagen, wir werden Vanilla spielen. Wir werden kein Hexit spielen, weil zu viele Komplikationen aufgetreten sind. Und das ist echt... Meine Stimme verlässt mich, weil ich sowieso krank bin, so ein bisschen. Meine Entschuldigung. So, und zwar... Ja, das ist halt so eine Sache, die... Ja, wie gesagt, lasst euch einfach auf... Wartet einfach auf den Vlog. Der Vlog sollte spätestens morgen kommen. Allerspätestens sollte er morgen kommen. Eventuell heute Abend noch. Das kann ich noch nicht genau sagen. Also so gegen 20 Uhr, wenn dann. Scheiße, jetzt ist er nicht gesprungen. Sowas hasse ich ja. Ich glaube, ich darf nicht meinen ganzen Daumen auf die Maustaste, Leertaste legen, sondern nur so eine Spitze, damit man den Jump ein bisschen besser kontrollieren kann. Nein! Okay, hat nicht funktioniert. So, ja. Was gibt's noch zu... Ja, es gibt noch eine kurze Sache anzusprechen. Und zwar... Gibt es eine Sache, die mir derzeit nicht so gefällt, an mir selber aber. Also ihr habt damit jetzt nichts zu tun. Und zwar geht es um... Ich hab das Ding verpasst, krass. Und zwar geht es um meinen Kommentarstil. Ich weiß nicht, viele wissen es vielleicht nicht. Ich war ja schon mal bei YouTube. Also es ist nicht mein erster Kanal. Es ist zwar mein erfolgreichster Kanal. Nee, noch nicht mal. Mein zweiterfolgreichster Kanal ist das jetzt hier gerade. Und davor hatte ich ja einen anderen Let's Player-Kanal, der war aber, also das ist so der dritterfolgreichste, also wir haben den Kanal schon übertrumpft, kann man sagen. Also Let's Player-mäßig ist das hier der erfolgreichste Kanal, so. Das andere gibt's, also ich habe noch einen anderen erfolgreichsten Kanal, den gibt's noch, aber den gebe ich nicht preis und das hat auch überhaupt gar nichts mit Gaming oder ähnliches zu tun. Nein, ich habe diesen... Scheiße, Mann. Ich vergesse Anlauf. Ich springe einfach runter. Ich nehme keinen Anlauf. Ich bin so ein Idiot, ey. Muss aber auch sagen, ich bin jetzt erst gerade vor einer Stunde aufgestanden. Mein Kopf ist noch im Schlafzustand. Und so kann man auch dann direkt mal die Überleitung nehmen. Und zwar, mir gefällt derzeit mein Kommentarstil nicht. Jetzt renn. Danke. Boah, ich kriege aber auch nur Scheiße immer hier in diesen... wie nennt man das? In diesen Spielmodus. Oh, cool. Pumpkins. Das ist aber ein einfaches Modul hier. Und die Truhe. Ja, oh, ein Stein. Oh, ein Crafting-Table. Boah, Alter.
weil man hier auch so viele Sachen hat zum Craften. Okay, das ging. Kommt man hier auch hier hoch? Okay, jetzt bin ich nicht gesprungen. Ich bin super hören, aber ey. So. Ja, mein Kommentarstil. Ich weiß nicht. Der war am Anfang, war der anders. Als ich angefangen habe wieder mit dem, hier mit Nilo. Da war der ein bisschen anders. Da war der, ja, ich versuche halt. Ja, ich versuch's nicht. Ich bin halt, wie ich bin. Okay, das war doof. Das war jetzt einfach mal just for the lulz. Aber die sind mir zu, ne, nicht monoton, zu stupide, kann man sagen. Die sind einfach, ich nehme was auf und laber irgendeinen Stuss. So, das ist natürlich bei normalen Let's Plays kein, ist ja normal, wie bei The Last of Us. Last of Us ist das Einzige, wo ich sage, boah, da ist der Kommentarstil von mir richtig gut, muss ich ganz ehrlich und offen sagen mal. Aber dieses Format wird nicht oft geguckt, muss man halt auch mal sagen, ne? Oder wird nicht wirklich geguckt, weil viele finden es zu langweilig, viele finden es eher, weiß ich, keine Ahnung, gefällt es einfach nicht, ist ja auch nicht so tragisch, ne? Jeder hat seinen eigenen Geschmack in Sachen Spiele. Ich gucke ja auch nicht jedes Let's Play von irgendwelchen Let's Playern, die ich so halt gucke oder geguckt habe. Ist ja, ne? Das ist ja vollkommen okay, finde ich, ist ja auch verständlich und alles. So, bei, zum Beispiel bei Super Smash Bros., da raste ich extrem oft aus. Das ist auch so eine Sache, die mir überhaupt gar nicht gefällt mehr, muss ich sagen. Ich muss mal versuchen, ein bisschen ruhiger zu werden und all so ein Kram. Das muss ich echt mal unter Kontrolle bringen, muss ich ganz offen sagen. Und gut, bei Minecraft geht's noch einigermaßen. Manchmal verstehe ich manche Sachen nicht, aber es ist ja auch dann nicht darauf ausgelegt. Sprich, es ist klar, dass manchmal... Oh, wow. Okay, krass. 5, okay, das macht keinen Unterschied, aber Eisenachs, weiß nicht, ob das mehr abschreckt, ey. Warte mal, Pfeile habe ich nicht, ne, eine Angel habe ich noch, die kann ich schon nehmen. Ich will mal ganz kurz ein bisschen mich ausrüsten hier so, weil ich schaffe in einer Minute auf keinen Fall dieses und das nächste Modul zur Kiste, werde ich nicht schaffen. Das war schon irgendwie Lack, dass ich überhaupt nach da oben gekommen bin, muss ich ganz offen sagen. Ja, auf jeden Fall, es kann sein, dass ich jetzt, ich werde mir mal Gedanken darüber machen. Ich will mal versuchen, was Einzigartiges auf YouTube zu schaffen. Auch kommentarstilmäßig und bearbeitungsmäßig, vor allem jetzt nur bei Minecraft, nicht bei den normalen Let's Plays. Bei den normalen Let's Plays bleibt so, wie es ist, wie jetzt bei The Last of Us und so. Da bin ich halt eher so der Typ, der dumme Sprüche abgibt und das kann man bei Minecraft. Ja, ich kann schlecht den da hinten anmachen. Das ist ein bisschen, nee, sowas macht man nicht. Deswegen, und... ja, bei normalen Let's Plays ist es was anderes, weil da Figuren sind, die reden, da kannst du dann dumme Kommentare abgeben und so ein Kram. Bei Minecraft ist es was anderes. Bei Minecraft ist es schwer zu kommentieren, muss man sagen. Entweder redet man einfach stupide, so wie ich, einfach irgendwas hin, was ich halt in den meisten Fällen mache, sag ich mal. Und ja, bei anderen Spielen ist es halt anders. So, deswegen... Muss man halt gucken, ich weiß es nicht, was man da am besten muss mit dem. Ist der AFK? Ich glaube ja, ne? Ja. Wow, der hat mich überrascht. Von hinten hat er mich überrascht, hat er mich. Treib ich den nicht mit der Angel? Was ist das für einer? Voll der OP. Ich hab noch eine Eisenangst. Was sagt ihr dazu, Leute? Schreckt das mehr ab? Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, es kann sein. Ich werde mir halt auf jeden Fall was überlegen. Irgendwie. Da unten war einer. Irgendwie werde ich versuchen, ein bisschen. Ist ein bisschen lustiger zu gestalten. Jetzt zwar noch nicht in diesem Part, aber halt auf jeden Fall. Au, oh, der hat einen Bogen. Geht mit dem. Der hat mich geboostet. Der hat mich geboostet. Krass. Naja, ich bin auf war so oder so tot, das war klar, weil irgendwie das Fleisch, was man hier kriegt, das regeneriert nicht. Also es hält nicht gerade lange, muss man sagen. Der Buffalo, der hat noch 3 Leben, aber ich habe den auch gar nicht gesehen. Nee, der war nicht. Oder war das der mich gerade getötet hat? Mit seinem Bogen da. Boah, Alter. Schon nur noch ein Schuss. Ja. Aber das ist der Einzige. Das ist voll der Abstauber, der Typ. Der staubt nur ab. Der hat jetzt eben zugeguckt, bis einer gestorben ist. Und dann ist er draufgegangen auf den, der da war. Der halt. Ne? Der weiß schon, was ich meine.
So, guckt, seht ihr? Der hält sich raus. Okay, cool. Kettenhose nehme ich. Eisenachs brauche ich nicht. Pfeile nehme ich. Das brauche ich nicht. Kettenhose nehme ich. Scheiße, Kettenhose. Scheiße, Kettenhose hatte ich schon. Da waren, glaube ich, noch Kettenschüchchen oder so, ne? Lol. Der Keks gibt ja gar nichts. Gibt der kein Essen? Team ist verbunden. Ja, das ist schon klar. Hä? Okay, egal. Keine Ahnung. 1-1-1-1-1. Alle haben nur noch ein Leben. Wenn das genau zu demselben Kram kommt wie eben, dass ich mich mit jemandem prügel und der eine dann nur noch abstaubt, dann kann ich jetzt schon mal sagen, GG. Das ist doch eine COD-Map. COD? Ich meine, es wäre eine COD-Map. Kenn ich doch. Kenn ich doch. Aber naja. Ich hab einen Bogen. Das darf ich nicht vergessen. Ich hab einen Bogen. Mit 2 Pfeilen mindestens. Die Frage ist nur, wo die sind. Hallo, Leute? Wo seid ihr? Was macht ihr da? Ne, also es geht jetzt darum, also was ich noch ganz kurz anmerken will in den Kommentaren, es geht jetzt nicht darum, mich zu ändern, weil ich bleibe auf jeden Fall so, wie ich bin. Nur die Aufwendigung des Partes möchte ich eine Stufe erhöhen, so gesehen. Nicht, dass es einfach nur ein stupider Part ist, sondern einfach, zumindest jetzt bei Minecraft. Jetzt, wie gesagt, nicht bei anderen Projekten, sondern einfach nur bei Minecraft, will ich es halt so machen, dass es ein bisschen unterhaltsamer ist. So, oh, wir sind nur noch zu zweit. Das finde ich cool. Jetzt muss ich den nur noch finden. Den Kaiser. Kaiser, da war der. Was hat der für ein Equip? Hat er inzwischen besseres Equip? Ah, geht. Kommt der von hier? Kommt der? Kommt er von oben? Ah, okay, gegen den werde ich nicht schaffen. Glaube ich nicht. Ich kann auch nicht regenerieren, sehe ich gerade. Nein. Okay, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seht uns nächstes Mal wieder. Also, haut rein! Und, ach ja, wartet. Also, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Also, wie gesagt, Minecraft-Abonnentenserver wird ein bisschen verschoben und ich möchte ein bisschen was an der Qualität des Videos verbessern. Also, da muss ich mir aber noch ein bisschen was überlegen, weil ich es halt einzigartig auf YouTube machen will, aber ich weiß halt noch nicht genau, wie. Das könnte auch noch ein bisschen dauern, aber ich wollte es halt einfach mal ansprechen, weil ich halt mit meinen Videos jetzt so vor allem PvP nicht wirklich zufrieden bin, sondern, naja, also das Einzige, was mir halt richtig gut gefällt, ist halt The Last of Us, aber das wird ja leider nicht so oft geguckt, das ist natürlich ein bisschen schade, aber naja. Und der Rest wird dann im Vlog erklärt, also hier, wie das mit dem Abonnentenserver jetzt abläuft und all so ein Kram. Ne? Das kommt entweder heute, spätestens morgen in dem Vlog. Wie gesagt, wegen dem Gerüstbau muss ich halt gucken. Muss ich selber abwarten, wie was da am besten ist. Und dann, ne, muss man verstehen. So, okay, Leute. Also, ich bedanke mich dann jetzt fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder. Also, haut rein!